Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim mit dem Johnny Doe, der Ella und ja, dem Spore. Mir ist einfach damals kein besserer Name eingefallen. Ja, Mord ist ihr Hobby, war unsere letzte Sache. Nein, nicht ganz so, aber. Was für eine prächtige Rüstung. Ja. Das traditionell Was gibt's denn da? Ja, das weiß ich noch nicht, was es gibt. Wir werden uns jetzt mal hier in die Richtung begeben, trifft Galma von Korvaniant. Das wird unsere nächste Aufgabe sein. Jedenfalls, denke ich auf jeden Fall. Ich werde hier noch mal einmal reingucken. Die Stadtbewohner, ich habe meine Familie schon vor Jahren verloren. Wenn euch langweilig ist, könnt ihr Calixto ein paar Septime geben und die neuesten Kuriositäten bestaunen, die er aufgetrieben hat. Wenn ihr Waren benötigt, die gibt's auf dem Markt. Wollt ihr ein weiches Bett und eine warme Mahlzeit? Ja, immer. Dann ist Haus Kerzenschein was für euch. Ah, ja. Günstige Winde und ruhige See. Das ist ein alter Abschiedsgruß der Seenanger. Ich kann nicht glauben, dass Isabella fort ist. Sie war so ein hilfsbereites Mädchen. Ihr braucht etwas? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Weiß ich noch nicht. Kapitän! Was ist denn diesmal, Viola? Ist euch schon aufgefallen, dass der Schnee ja immer in eine andere Richtung plattgedrückt ist? Ein Held nach Krieger. Die Welt braucht Heldengeschichten Kapitän, mehr als Kapitän, Einsamsturm geht mir aus dem Weg. Ich weiß es einfach. Mit machtvoller Stimme nach alter Nordart. Hat Viola euch geschickt, um ihr auf die Nerven zu gehen? Nein. Nun, eigentlich bin ich gar keiner. Zumindest jetzt nicht mehr. Die Leute nennen mich so wegen dem, was ich früher gemacht habe. Also. Ich bin viele Jahre lang zur See gefahren. Ich habe mir mein Geld als Händler verdient und mir dann ein eigenes Schiff gekauft. Als ich mich hier in Wintern zur Ruhe gesetzt habe, kannten mich die meisten als Kapitän Einsamsturm. Und der Name ist dann hängen geblieben. Ah, okay. Welche sind die berühmtesten? In der Taverne ist ein Autor namens Adonato abgestiegen. Ah. Er hat einige historische Romane veröffentlicht. Ein Großteil des Goldes, das in die Stadt gelangt, landet im Säckel der Klane Schmetterschild und Grausammeer. Und natürlich wäre da noch Ulfric, Jarl und zukünftiger Großkönig. Oh, und diese wichtigtuerische Viola Giordano, die steckt ihre Nase in jedermanns Angelegenheiten. Das ist wohl auch eine Art aufzufallen. Ich glaube, die günstige Winde und ruhige See. Hat man, glaube ich, überall. Mir gehört der Frostdistelhof außerhalb der Stadt. Ehrliche Arbeit, wenn auch ein bisschen eintönig. Man kann nicht nur die dicken Stämme ins Feuer werfen. Man braucht auch ein bisschen Kleinzeug. Ja, ich will ja nur mal eben gucken, was denn hier alles so zu tun gibt. Ich hoffe, wir werden uns eines Tages besser kennenlernen. Kennt ihr Talus? Er hat das Kaiserreich gegründet. Arkais Segen sei mit euch. Die Grausammeerfamilie besteht seit Generationen aus Seeleuten. Ich bereue es. Ihr scheint sehr nett zu sein. Ich würde gerne mehr über euch erfahren. Manchmal macht ein schnelles Ross den Unterschied zwischen Leben und Tod aus. Wir sind der einzige Tempel in Himmelsrand, in dem Talus offen verehrt werden darf. Es wäre mir recht, wenn ihr meine Frau Tova in Ruhe lassen könntet. Sie trauert noch. Seid nicht auch einer von ihnen. Das Geheimnis liegt im Schwung. Schaut her. Komm nochmal. Oh, wir haben einen Vorschritt damit erreicht. Vergebt mir bitte meine trübe Stimmung. Nein, alles gut. Kann man verstehen. Neue Stufung. Neue Stufung. Neue Stufung. Gesundheit, Ausdauer. Ich würde Gesundheit nehmen. Das finde ich mal sehr schön. Illusion, Alchemie, Redekunst, Taschendiebstahl, Schlossknall. Schleichen, leichte Rüstung, Schießkunst, einhändig. Lockenschwere.
Rüstung. Wer das Drachenschwein Rüstung trainiert, wird effektiver durch Eisenstahl, Zwergen, Ork, Erbenerz und den geschützt. Okay. Ne, ich werde zweihändig trainieren, Baba. Zweihandbewegung, 20% mehr Schaden, das ist gut, das brauchen wir. Finde ich auf jeden Fall recht gut. Ich versuche noch immer mit dem Tod meiner Tochter zurechtzukommen. Kapitän 1 am Sturm. Ich habe überall. Wenn ihr Lust, lasst euch von Susanna nicht den Kopf verdrehen. Sie mag euch ja schöne Augen machen, aber ihr geht es dabei nur ums Trinkgeld. Ja, aber Susanna ist doch tot. Einen schönen Aufenthalt wünsche ich. Und macht nicht. Diese Dunkelelfenflüchtlinge werden noch die Stadt übernehmen, wenn wir nicht aufpassen. Ja, das wird es wohl sein. Boah. Passt auf, dass ihr die Kerze oben über dem Feuer nicht ausmacht. Ella! So passt doch. Amnesine ist am Ende. Entschuldigung. Schwester ums Leben kam. Jede Nacht gehe ich in den grauen Bezirk und lasse die Sekte. Wir sollten ein großes Loch graben, alle dunkle Elfen und Argonia hineinwerfen und sie sich in Stücke reißen lassen. Sehr. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Auf geht's. Wir haben noch ein paar Quests vor uns. Die meisten Läden sind von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends geöffnet. Wenn ein Laden geschlossen ist, kommt am nächsten Morgen wieder oder knackt das Schloss. Ja, aber das wollen wir ja nicht. Ah, lecker. Lecker Kaffee, Kaffee. Ich bin sowas von übermüdet im Moment. Ich bin Augenblick hier meine restliche Urlaubszeit bzw. freie Tage. Ich habe ja gar nicht richtig Urlaub. Versuche ich jetzt gerade. Weg von der Aretino-Residenz. Dieser Ort ist verflucht. Versuche ich augenblicklich eben die ganzen. Hallo, Mademoiselle. Ich liebe. Was? Was? Ich versuche im Moment eben halt die ganzen. Die ganzen Folgen abzudrehen, beziehungsweise aufzunehmen, damit wir keinen Leerlauf kriegen. Wo wollen wir denn jetzt hin? Wo gehen wir denn jetzt dahin, da in die Richtung gehen wir, weil. Was ist denn da? Ich hoffe gar nicht. Achso, doch. Durch Edelstein, Edelsein. Edelstein zu einem Schätzer. Oder trifft. Glaubt, wir verfolgen die Quest mal. Deswegen markieren wir sie auch. So, ja. In diese Richtung gar nicht weit. Voila, Herrlichkeit. So, folgt mir die Ella denn noch? Ja, die Ella folgt mir. Es ist doch schön. Wir hätten vielleicht vorher nochmal unsere ganzen Sachen verkaufen sollen. So habe ich mir jetzt so viele Sachen da drauf. Muss mal eben nachgucken. Ach so, da hinten habe ich ja noch das. Ja, gut. Ich habe das ganz vergessen. Aber irgendwie sind da noch ein paar Sachen. Nee. Da hinten ist. Okay. So. In der Nähe von der Wassermühle. Schneebären hätte ich jetzt sammeln können. Trottel. Ich Tritra Trottel. Oh, was ist hier? Ja, komm mal her! Mann! Ist gut. Was soll ich nehmen? Ja, schau einfach mal, was du da nehmen kannst. Ach hier, guck mal, der Candybogen, der ist doch schön. Den Eisendolch. Noch ein Eisendolch. Eine Spitzhacke kannst du nehmen. Kaiserliche Stahlpanzer. Handschuhe.
eine. Habe ich. Die haben 14. Was hatten die jetzt? Auch 14 Gewicht von 50. Macht einen keinen Unterschied. Mary Head. Pilzschild. Fernungskosten. Kannst du auch haben. Silberkette. Den habe ich da zwei von. Rüstung 20. Meine hat, glaube ich, ja auch 20. Ja. Stahlrüstung 35, 35. Stahlschahild. Rüstung 14. Ja, macht auch keinen Unterschied hier. So. Dann sieht die Ella ganz anders aus. Da sieht die Ella direkt ganz anders aus hier. So. So. Achso, das ist. Da ist die Windmühle, wollte ich sagen. Die Wassermühle. Das Wasserrad. Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee. Ja, herrlich. Herrlich. Das ist die beste Erfindung ever, muss ich ganz einfach sagen. Die beste Erfindung ever. Kaffee. So, aktueller Stand. Oh mein Gott, so lang laufen. Könnte ich eigentlich. So. Schauen, ob wir hier rüberkommen. Hallo? Dann kommen wir nicht, oder? Doch. Wir kommen hier rüber. Oh, Pantele gerade. Achso. Alles gut. Alles gut. Ah, dann können wir hier mit, den Punkt vielleicht einnehmen. Dann können wir den auch schneller bereisen, wenn wir mal schnell reisen machen müssen. Alter. Na komm. Ich nicht so, Ja, Dreck. Hallo, Ella. Hab dich doch nicht mal so. Ein Kaninchen. Ein Kaninchen. Ich bin mitten rein. Was ist denn hier für ein Ort? Auf jeden Fall. Toller Standort. So kann ich. Hab ich jetzt nicht damit entdeckt, ne? Ne. Oder stand oder? Hm, komisch. Naja, okay. Dachte jetzt entdeckst du irgendwas, aber nö. Niente. Nada. Nixe. Nix du sie ja. Ich bin der Freund der Abkürzungen, unheimlich. Auch wenn die Abkürzungen keine sind. Ella ist irgendwo hängen geblieben. Ella kommt. Da hat ein Schneesturm schon da. Was ich cool finde, dass man echt die Schneegeräusche da auch hat. Ja. Das finde ich echt nice. Das finde ich echt gut.
die Oberflügel entfernen. Oh oh. Euer Kopf gehört mir. Spinnenviech! Alter, die mich erschreckt, die Ella. Auf jeden Fall Feuer, dann wollte ich untersuchen. Aber hier mit Mammut. Ah, Steinbogen, passt im Bett. Käseschale zu bieten. Ich glaube, der ist böse. Alter, was? Alter, was? Bitte? Alter! Was? Das gibt's nicht, ey. Fuck! Ich hab vergessen zu speichern. Nein! Oh. Das gibt's nicht. Oh, Mann. Leute, es tut mir leid. Fuck, ich sollte mehr speichern. Ich soll viel, viel mehr speichern. Oh, Mann, ey. Ich hab ja nicht gewusst, dass der mich angreift. Weil der andere, der ist damals da einfach an mir vorbei. Ey, da braucht der mir eine und dann bin ich direkt hier platt oder was? Nichts als Pferde. Den ganzen Tag. Wisst ihr überhaupt, wie langweilig Pferde sind? Ich bin ein wenig deprimiert jetzt. Da brauche ich noch mal einen Schluck Kaffee. Ich bin da jetzt echt. Alter, Mann! Scheiß! Gibt's doch nicht, ey. Zack, tot. Zack, hier der schnelle Looter. Hopp. Okay, ganz schnell geht das jetzt hier. Oder auch nicht. So, wer ist das denn hier? Seid gegrüßt, Bruder. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. Der beste Skooma, der süßeste Mondzucker. Was? Natürlich zu einem guten Preis. Jeder nach seinem Geschmack. Aber werft einen Blick darauf. Vielleicht kaufst du ja mal was an. Alter, haben wir ja so ein bisschen was. Alter, was hat er? Der hat ja gar nichts. Er kann. Alter. Kann ja gar nichts ankaufen hier wirklich. So. Ist ja pleite. Zack, ist ja auch pleite. Kämpft wacker. Ja, aber wir haben wenigstens ein bisschen Kohle jetzt gemacht hier. Das ist ja gut. Nehmen wir hier so ein Magier. Was ich interessant finde, dass die nur random scheinbar spawnen. Oder bin ich einfach falsch jetzt? Nein, aber ne? Nicht falsch. Die spawnen einfach random, ne? Sag ich jetzt einfach mal. Weil ich meine, da hätte der mich angegriffen gehabt, oder? Ich meine schon. Schon geil mit einigen Mods zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich echte schon geil, was so ein paar Mods für so ein älteres Spiel bedeuten. Der
paar Grafikmods nur installiert. Zack, sieht die Welt schon wieder viel geiler aus. Lücken, Lumpen oder was? Ne, gar nichts. Ne, ist einfach nur ein Baumstamm. Okay. Ja, und eben halt zur Weihnachtszeit haben wir hier wunderbar die Weihnachtsklamotten. Habe ich einfach. Huch! Jetzt komme ich auch noch mein Handy und schmeiße es fast um. Runter. Ja, zur Weihnachtszeit habe ich eben so ein paar Weihnachtsmods installiert. Sind halt auf Englisch. Wodurch dann eben halt die Städtenamen bzw. die Häusernamen teilweise auch auf Englisch sind. Aber okay, kann man mit leben, denke ich mir mal. Ohne dass man da extra jetzt eine Anpassung auf Deutsch machen muss. So, auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass dieses ja Elefanten-Mammut-Dingens nicht unbedingt die feine englische Art ist, wo ich auch hin möchte. Ne, da möchte ich einfach nicht hin. Gehe ich jetzt auch nicht hin, wo das Feuer da brennen. Ist mir scheißegal. Aber ich bin ja mal lang. Aber da ist doch ein Drache, oder? So, Moment. Mal schnell speichern. War ich hier nicht schon? Hier war ich doch schon. Ja, sicher war ich hier schon. Ja, klar. Kannst auch schlafen. Das machen wir jetzt nicht. Muss aufpassen, dass ich den da hinten oder der cool, dem komischen. Ach, das blöde Spinne wieder. Nee, den krieg ich nicht platt. Von der Helfer werden. Lieber noch mal nach. So eine Spinne. Ich glaube, das war nicht die einzige. Und wieder dreist. Das ist sogar Gold. Warum? Markierung gebe ich gleich auf. Was ist das denn hier? Sieht auch cool aus irgendwie. Schreckt man sich ja. Ein Zweigling. So, so, ein Zweigling war das. Okay, das heißt dann also, hier ist für, ja, ich sag mal, Höhlen, Dungeons, etc. Ziel, Schleichhain, Höhle, okay. Sind da hinten welche?
feindlich sind oder es nicht sind. Das wollte ich nicht. Anschauen. Mein Magen knurrt. So, mal ganz kurz mein Handy die ganze Zeit am vibrieren ohne Ende. Was ist denn los? Sind die feindlich? Möchte ich gleich wissen, ne? Ich weiß, wir haben ein anderes Ziel, aber fängt es doch mal echt interessant an, das herauszufinden. Hä? Komm irgendwie lang? Von hinten ist schön, ne? Oh! Die sind nicht freundlich! Die sind uns nicht freundlich, den Sand! Ja. Ja, komm her, du Dreckiger! So, oh, da kommen nochmal welche. Ja, machen wir gleich. Ella, du dürftest jetzt auch gerne kommen. Hä? Was? Ihr müsst der neue Unblutige sein. Willkommen im Kampf, Bruder. Haltet die Augen auf. So hab ich's gern. Kurz und blutig. Bandit! Gold! Sie wussten gar nicht. Moment. Ja gut, das sind keine guten Sachen, aber ihnen geschah. Das Gold, geht nicht. Will ich ja mitnehmen, ne? Fackel ist auch immer, finde ich, auf jeden Fall wichtig. Fehler, die Armee zu unterschätzen. Viele ihnen sind Nord, genau wie wir. Diesmal hatten wir das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Ja, natürlich. Von nun an werden wir es nicht mehr so leicht haben. Genug geredet. Lass ein paar kaiserliche Niedermetze. So, müssen wir auf jeden Fall auch rein. Ist die Ella? Also, ja, wir speichern mal. Wählt einen Mann und legt ihn um. Wir greifen auf mein Zeichen hin an. Okay. Zeigen wir denen mal, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Gib ihr mal vor. Geht ihr mal, macht mal, ja. Ich hab. Was tun? Zweige, nein, oder? So, Zweige. Achso, der gehört zu uns. Ach, ging doch. Cool. Der Haufen kommt mit mir. Sterb, elender Hund.
vielleicht goldgeil bin, aber Gold. Die Leute, wartet doch mal, ey. Bestimmt Sachen das zu gefällt mir nicht. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Ich wette 10-1, dass sie direkt auf der anderen Seite auf uns warten. Aber es führt kein anderer Weg hindurch. Seid ihr euch da sicher? Dann könnt ihr gerne dort hineinspazieren. Wir bleiben so lange hier und halten euch den Rücken frei. Was? Ganz sicher. Dann sehen wir uns wohl besser noch etwas um, ja? Ihr da, Unblutiger. Seht, ob ihr nicht einen anderen Durchgang findet. Wenn wir Kampfgeräusche hören, eilen wir euch natürlich sofort zur Hilfe. Okay. Weg. Blutgut. Komm ich jetzt her. Einen anderen Weg finden. Achso. Puh, das sind ja unsere eigenen Leute, die gerade töten. Ups. Lass mich die doch mal looten hier. Der jetzt hier aufleuchtet. Was um alles in Gang? Was? Himmelsrand ist das denn? Drauge, habt ihr noch nie so einen gesehen? Nein, und ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher, ob ich das gut finden soll. Was? Nur die Ruhe. Die Kaiserlichen konnten uns nicht aufhalten und bei ein paar stupiden Knochenläufern wird das auch nicht anders bin sein. Bin immer noch da. Was soll ich nehmen? Ja, schauen wir mal, was wir zum Nehmen haben. Achso. Sie hat die Mütze auf. Egal. Egal. Die hält die Mütze auf. Leute, wartet doch mal. Ich bin ja Gold und
Steine und ich habe ein Haus zu finanzieren, Kollegen. Schon mal daran gedacht? So, Heiltrank, die können Heiltrank, ne? Weiß nur noch nicht, ob das so gut ist, dass wir hier ja, hier alles. Alter, wo sind die jetzt lang? Oh Mann. Die sind bestimmt hier schon mal da drin. Einen großen Schluck Kaffee. Dass die einfach mal die Arbeit machen, ist ja, ne? Doch, läuft. Wo sind die hin? Wo sind die jetzt hin? Sind wir gleich so schnell, können wir nicht rennen, ey. Ja, scheint können die doch recht schnell. Okay. Entschuldigung, es war einfach so. Die Halle der Geschichten. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Oh, ja. Davon habe ich schon gehört. Nein. Güte, auf diesen Wänden sei die Geschichte der Altvorderen zu sehen, die diesen Ort einst errichteten. Wirklich Pech, dass wir diese Zeichen nicht lesen können. Wer weiß, was für Geheimnisse wir sonst aufdecken würden. Ja, oder? Selbst wenn uns eines dieser Bilder verrät, wo wir die Krone finden, müssen wir vermutlich immer noch irgendwie durch diese Tür kommen. Nein! Seht, ob ihr etwas findet, Unblutiger. Ich werde diese Zeichen hier untersuchen. Gebt mir Bescheid, wenn ihr etwas habt. Gut, ich muss ein bisschen was tauschen. Ja. Pass mal auf, Ella. Hier, das Eisenschild. Auch. Was habe ich denn? Ein altes Nordschwert hätte ich hier. Wie gesagt, Silberpfeile, die kannst du auch alle nehmen. Hier, kaiserliches Schwert. Ich brauche eigentlich nur. Aufgeschissen. Schädliches Buch. Ne, meine 1500 Gold krieg ich nicht. Muss ich erstmal Topf. Holzteller, Korb, Krug, Laterne, Leintücher. Wofür habe ich 10 Leintücher? Was sind die überhaupt wert? Moment. Tipp, nein. 2 Stück hoffen, ne? Papierrolle. So. Dann mal los. Soll was für. Okay, das ist leer. Hier. Ah, da liegt sie doch. Sieht aus wie eine Art Klaue von einer Statue.
Wofür sie wohl benutzt wird? Ja, für die Tür hier. Das werde ich dir jetzt gleich zeigen. So, wo haben wir denn den? Da ist eine Klaue. Wir schauen uns die auch mal eben an. Anschauen können, oder? Ah, da, so. Das ist einmal der Wolf, der Schmetterling und Drache. Wolf, Schmetterling und Drache. Wolf, Schmetterling. Achso, ich muss sie. So, Wolf. Schmetterling. Drache. Gut gemacht. Klar. Alle Mann aufgepasst. Bleibt wachsam. Aber niemand weiß, was ich speichere vorher. Ich weiß auch nicht warum. Ich hab da irgendwie so ein. Irgendwie gefällt mir nicht, wie sich das hier entwickelt. Wollen wir mal sehen, was wir da haben? Unblutiger, tut, was ihr am besten könnt. Sucht nach einer Möglichkeit, diese Tür zu öffnen. Okay. Hm. Tür öffnen, Tür öffnen, Tür öffnen. Von Wolkenitz. Wie sieht's aus, Unblutiger? Schon etwas gefunden? Nein, lass mich doch mal erstmal gucken hier. Sucht weiter, Unblutiger. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Ding zu öffnen. Ja, gibt es ja auch. Moment doch. Blut tut gut, Mensch. Das ist noch alles in Asche. Sucht weiter, Unblutiger. Eigentlich die Klappe, oder? Ich Möglichkeit Bock. Geben, dieses Ding zu öffnen. Oh. Sucht weiter, Unblutiger. Alter, wenn du einmal noch mal sagst, oh, dann auf die ein auf die Mütze. Was ist das denn hier? So, ich dachte, er hätte das schon. Hallo, Ella. Ich dachte, der hätte das jetzt schon geöffnet. Wie sieht's aus, Unblutiger? Schon etwas gefunden? Nein! Wie sieht's aus, Unblutiger? Produzier mich nicht! Oh oh. Ruhig Blut. Sie mögen ja hässlich als. Woher seid ihr gekommen? Verdammt. Scheiße. Hoffentlich waren das die letzten. Los, wollen wir mal. Was uns noch erwartet. Mal eben vielleicht erst noch looten. Hallo? Looten. Ella, bist du denn noch bei mir? Ella? Wo ist Ella? Ella? Na gut, die taucht jetzt gleich auf. Oder? Naja, die kommt schon. Die kommt dann schon, wenn es soweit ist. Puh. Ella? Ah ja, das ist ja. Deine Weihnachtsmütze. Siehst du ganz fabelhaft aus. Die Krone rennen hier muss so durch, hier irgendwo sein. Schwärmt aus und haltet die Augen offen. Ja.
Den ist aber aufgefallen, dass da einer sitzt. Achso, er ist tot. Vorsichtig! Was denn? Buch, warum soll ich beschädigte Bücher hier mitnehmen? Das ist Wahrheit entsprechend. Was haben wir denn hier? Eine. Oh nein. Bingo. So, ach so, Gold war da drin. Ella, erschreckt mich nicht so. Oh oh. Da kein gutes Gefühl dabei. Worte der Macht gelernt. Zeit verlangsamen. Ich kann die Zeit verlangsamen jetzt. Ist doch cool, oder? Sag ich jetzt mal. So, würde ich gerne die Zeit verlangsamen. Wie gefällt mir das hier echt? Überhaupt nicht. Automatisch speichern. Das ist ja schon wieder gar nicht. Hochgehen. Hochgehen. Hä? Die schon gelootet? Wo komme ich denn jetzt her? Hä? Haltet die Augen auf. Ja. Hä? Wie? Himmel dran. Hä? Bin ich falsch abgebogen oder was? Bin falsch abgebogen. Ich bin recht sehr falsch abgebogen. Scheiße. Nein! Man sollte ab und zu vielleicht mal auf die Map gucken. So, ja, ey, ist ja auch. Mega. Wo kam ich denn jetzt her? Ich weiß nicht, warum der Buch herkommt. Über. Kam ich von hier? Nee, von hier kam ich, glaube ich. Ja, guck da. Ja. Puh, manchmal sind da echte, recht gute Kopfnüsse dabei, ne? Um da echte. Vorsicht!
Überbringe die Krone. Ich kann doch kein Schwein lesen. Überbringe die Krone. Zankron, überbringe die Krone. Ulfric, Sturmmantel. Ja, cool. Haben wir es auch geschafft. So, Leute, Männers, vielen Dank. Auch falsch. Wir haben ein paar Textur-Grafik-Fehlern. Bringt die Krone unverzüglich nach Windhelm. Jawohl. Sagt Ulfric, er schuldet mir ein Met. Aber wie habe ich denn den Erz aktiviert? War das ein Zufall oder was? Naja, egal. Das war wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr Zufall als als Wissen. So, hier öffnen. Den Tempel. Und dann kommen wir hier wieder raus. Aus. Promet. Ich will auch ein bisschen einmal looten. Denn Loot tut gut. Nie vergessen. So, wir hauen jetzt hier ab und haben das nächste Ziel ja schon wieder vor unseren Augen und Nase. Und das war ja eigentlich so ein Zwischending, was wir eigentlich jetzt hier gefunden hatten. Die hatte ich nicht mal angewählt, glaube ich, eigentlich, oder? Ja, nein, ne? Die war eigentlich gar nicht geplant, ne? Moment. Doch, hatte ich wohl. Ha, okay. Wir könnten jetzt eigentlich noch direkt nach dem das Buch wegbringen, ne? Wir können eigentlich das Buch wegbringen gehen. Das Buch eigentlich wegbringen. So, wir könnten nämlich dann eigentlich das Buch wegbringen, finde ich. Gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Was ist das hier eigentlich? Ach nee, Meister bin ich nicht. Da fehlt mir noch das ein oder andere für den Meister. Ne, Meister Eder und sein. Wie soll er nochmal? Ne? Ja, liebe Freunde, ich würde erstmal sagen, das war's. Spannend war's. Wir haben es geschafft, unsere eine Quest endlich zu erledigen. Wir haben die Krone, die müssen wir noch zu Ulfric bringen. Aber ich möchte gerne vorher noch hier das Tage. Nee, nicht das Tagebuch. Ich möchte hier das Adonatos Buch wegbringen. Und dann vielleicht machen wir nochmal. Ja, dann machen wir vielleicht eine Schnellreise eben zur Zacken, um die Zackenkrone wegzubringen. Und dann vielleicht kümmern wir uns da mal um diesen ungewöhnlichen Edelstein, den ich gefunden habe. Dann schauen wir mal. Auf jeden Fall, ciao, Popaui, und vielen Dank fürs Dabeisein. Ist ja nicht selbstverständlich so. Nicht so über Weihnachten. Ciao!